Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal ist Sichlordrin. Auch eher so ein Pokémon, dem ich nicht gerade entgegengefiebert habe. Aber da ich erst vor kurzem Kabutops gezeichnet habe, ist mir aufgefallen, wie ähnlich sich die beiden Pokémon eigentlich sind. Ich weiß nicht, vielleicht könnte Sichlor ja sogar ein Nachfahre von Kabutops sein? Von der Anatomie her könnte es auf jeden Fall hinkommen und beide haben ja auch diese Sensen als Hände. Daher war mir zumindest die Anatomie des Pokémons etwas vertraut. Schwierig wurde es nur wegen der ganzen kleinen Details. Auf den meisten Bildern war immer relativ viel durch die Sensen verdeckt und dann gab es auch noch verschiedene Arten, wie Dinge dargestellt wurden. Ich habe mich dann einfach immer für das entschieden, was mir am besten gepasst hat. Da man Sichlor in Bewegung aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit nicht sehen würde, ist es hier in so einer Art zusammengekauerten Position. Allerdings jederzeit bereit, loszuflitzen. Passend zu seiner natürlichen Umgebung ist es deswegen auch im Unterholz eines dichten Waldes zu sehen. Dort ist es fast ganz allein. Nur ein weiteres Pokémon hat sich im Hintergrund versteckt und verschmilzt mehr oder weniger mit der Umgebung. Könnt ihr es sehen? Da Sichlor eins der Pokémon ist, die ich weniger gern zeichnen wollte, musste ich natürlich wieder irgendwie einen coolen, detaillierten Hintergrund einbauen. Ist inzwischen ja irgendwie Standard, dass mir die Karten am besten gefallen oder gelingen, wo ich die Pokémon eigentlich eher weniger leiden kann. Oder es ist einfach eine generelle Verbesserung. Ich weiß es nicht. Bei der Koloration habe ich mich diesmal eine Art Backlight versucht. Das meiste Licht kommt also eher von hinten. Ein bisschen allerdings auch von oben durch das auf der Karte nicht sichtbare Blätterdach. Dafür habe ich insbesondere bei dem bemoosten Ast über Sichlor einen sehr drastischen Schatten gesetzt. Allerdings auch bei den anderen Dingen versucht, durchaus dunkle Schatten zu setzen. Die Dinge, die sehr weit von Sichlor weg sind, sollten einen eher kühleren Grünton bekommen. Und naja, umso näher sie dann an den Vordergrund ranrücken, umso wärmer sollte der Grünton werden. Unter anderem ist ja auch der Grünton von Sichlor eher warm als kalt, von daher hat das eigentlich ganz gut ins Konzept gepasst. Ja, insgesamt muss ich sagen, bin ich ausgesprochen zufrieden mit der Karte und sie zählt definitiv zu meinen momentanen Lieblingen. Die Vorproduktion der Videos, die ich ja schon ein paar Mal jetzt angesprochen habe, läuft bisher einigermaßen okay, würde ich sagen. Allerdings wird das ab August wieder ein bisschen schwieriger, denn da kommt neben den Videos noch eine weitere relativ große Aufgabe dazu. Denn ich werde mich an einem Comic versuchen. Beziehungsweise an zumindest so vielen Seiten wie eben möglich. Der Bruder einer sehr guten Freundin hat letztes Jahr ein Buch veröffentlicht und naja, er möchte das Ganze auch noch in bildlicher Form umgesetzt bekommen. Also als Comic-Manga. Und das ist dann meine Aufgabe. Natürlich verlangt er nicht, dass ich sofort das ganze Buch zeichne. Allerdings wäre es halt schon cool, bis zur Frankfurter Buchmesse im Oktober immerhin einen Teil davon fertig zu haben, da er dann auch vor Ort eine Lesung haben wird. Bisher habe ich halt nur irgendwie relativ wenig Erfahrung mit der bildlichen Darstellung von Geschichten. Ich hoffe also, dass es trotzdem irgendwie zufriedenstellend aussehen wird. Ich werde auf jeden Fall meine Patrons auf dem Laufenden halten und insofern es dann halt möglich ist, auch mal was auf Twitter und Instagram zeigen. Aber was genau ich dann zeigen werde, wird sich dann herausstellen, wenn es soweit ist. Ich denke, in irgendeiner Weise wird es auch ein Video dazu geben, aber über die genaue Form bin ich mir bisher noch nicht ganz sicher. Auch das wird dann der Prozess zeigen. Und bevor das Video gleich zu Ende ist, muss natürlich noch schnell das Pokémon fürs nächste Mal gezogen werden. Es wird wieder ein Insekten-Pokémon zu sehen geben. Ihr könnt euch also auf Omort freuen. Bis zum nächsten Mal.